Natürlich können wir das machen. Es gibt Daumenzahlen, mit denen man natürlich da arbeiten kann. Wir haben immer noch das Thema, dass wir hier brutto-netto unterscheiden müssen. Das wäre nicht mit Mehrwertsteuer. Ist man bei einer 5-Jahres-Betrachtung Investiv und Wartung in einem Punkt von ca. 3.000 Euro pro Bett. Das ist die Größenordnung, in der man sich da bewegt. Und das teilt sich in der Regel paarig auf in die Dimension Investiv, einmalige Investivkosten und Wartungskosten in so einem Zeitraum hin. Trotzdem würde ich ganz gerne auf ein Thema Innovation noch eingehen, weil Innovation IT alleine für Prozessablösung ist, glaube ich, gar nicht das relevante Thema, was die Kosten angeht, sondern das viel relevantere ist die internen Kosten, die auf solchen Projekten ja gar nicht gerechnet werden. Und diese zum Beispiel zu erheben bei IT-Einführungen haben auch eine ganz spannende Komponente, weil sie wahrscheinlich oftmals das der eigentlichen Investition übersteigen werden. Aber ich glaube auch, weil Sie auch fragten, was hat der Patient für Vorteile davon? Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir Prozessunterstützung machen, was hat es denn für eine Auswirkung? Wenn ich heute ein Terminmanagement, ein Ressourcenmanagement mache, dann ist nicht nur der Arzt optimaler eingesetzt, sondern der Patient erfährt vielleicht auch, wann sein Termin ist. Er kann sich darauf einstellen, er hat vielleicht eine Termintreue, die er durchaus mittlerweile zu Wettbewerbsvorteilen führen kann, auf der einen Seite. Oder man hat mit Innovationen wie einer AMTS-Unterstützung, also einer Arzneimitteltherapiesicherheitsüberprüfung, die digital erfolgt. Das sind ja Indikatoren. Sie haben vorher den Sicherheitsgurt erwähnt beim Auto. Wenn ich heute einen Mechanismus habe und weiß, das Krankenhaus überprüft nicht nur aufgrund der Lage des überarbeiteten Arztes, ob meine Medikation stimmt, sondern hat vielleicht auch im Hintergrund noch etwas, was es versucht, automatisiert zu prüfen, dann ist es ein Mehrgewinn, der mich durchaus dazu verleiten könnte, in so ein Krankenhaus vielleicht eher hineinzugehen, weil es eben nicht nur davon abhängig ist, ob die Arbeitsbelastung da drin entsprechend hoch oder niedrig ist. Schauen wir dann auf die Homepage, ne? Hier werden Ihre Nebenwirkungen noch automatisiert geprüft. Ja, Herr Weiß, Sie haben jetzt die große Chance, ne? Aus dem Controlling heraus, ne? Die Brücke zu bauen. Herr Bosser-Festweber wartet schon auf das Signal für 2011, was er damit macht. Herr Meierhofer auch und Herr Schmidt auch, weil Sie können mich danach überlegen, ob Sie bei Ihnen besonders gerne vorbeikommen im nächsten Jahr, weil Sie nicht über Prozente reden, sondern über Investitionen und Umsetzung von den eingesparten, ne? Mitteln in Innovation, Herr Schmidt, ja? Also Professor Festweber kennt das ja. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, jetzt aus der ökonomischen Sicht heraus, die Krankenhäuser müssen es verstärkt lernen, in Produktlebenszyklen zu denken. Und ich glaube, implizit haben wir das Thema ja auch schon angesprochen. Wenn Professor Festweber Sils-Operationen einführt, dann ist das eine gute Sache. Für mich zwei Aspekte dabei wesentlich. Erstens, der Patient muss mitkriegen, wie gut das ist oder wie gut wir als Krankenhaus sind. Es muss eine Wirkung haben. Die Patienten müssen auf Basis solcher Informationen zu uns kommen. Dazu müssen die Patienten in die Lage versetzt werden, überhaupt beurteilen zu können, wo welche Leistungen in welcher Qualität angeboten werden. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem, weil die Informationslage immer noch nicht so ganz astrein ist. Also wir haben keinen transparenten Markt an der Stelle. Wenn wir davon ausgehen, dass der Kunde eines Krankenhauses zerfällt in mindestens drei Personen, einen, der ihn hinschickt, das ist der einweisende Arzt, einen, der die Prozedur über sich ergehen lässt, das ist der Patient, und einen, der hinterher bezahlt, das ist die Krankenkasse, dann wird das ganze Spiel so ein bisschen unübersichtlich. Dazu kommt, dass der Patient nicht wirklich beurteilen kann, wo welche medizinische Leistung in welcher Qualität angeboten wird. Das ist eine Kommunikationsaufgabe, der wir uns zu stellen haben, und ich halte es für nicht zielführend, wenn da hinsichtlich der Informationen gemauert wird oder wenn tatsächlich die Möglichkeiten nicht gegeben werden, die Patienten entsprechend zu informieren. Jetzt gibt es einen weiteren Aspekt, den man berücksichtigen muss. Die Medizin ist eine sehr komplexe Angelegenheit und wir müssen sicherstellen, dass die Patienten tatsächlich auch die Informationen, jegliche Informationen, die sie zu dem Thema bekommen, auch verstehen. Und das macht die Sache nochmal schwieriger. Und die Verbraucherschutzorganisationen, die sagen ja zu Recht, wir haben nicht den Patienten, sondern eine ganze Bandbreite von Patienten. Und die Art, wie die Informationen übergebracht werden, die sind dementsprechend auch in einer riesigen Bandbreite auf den Patienten jeweils abzustimmen. Und da ist natürlich die Informationspflicht der Mediziner eine ganz schwierige, eine sehr diffizile, und die wird dann im Einzelfall, denke ich auch, Professor Festweber, Sie werden mir zustimmen, im Einzelfall so gehandelt. Und da spielt Vertrauen natürlich eine große Rolle. Produktlebenszyklen. Ich will das wiederfinden. Wenn wir Sils einführen, dann gehen wir davon aus, dass wir, Sie kennen die entsprechende Matrix, die von BCG in den 70er Jahren entwickelt wurde, da haben wir zunächst mal ein Question Mark und schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Es kann durchaus sein, dass in dem Moment eine Einführung, eine Innovation nicht kostendeckend funktioniert. Aber wichtig ist, dass wir das wissen und dass wir bewusst
als Krankenhaus bewusst trotzdem diese Innovation nach vorne treiben. Das Ganze muss natürlich im kompletten Kontext Sinn machen. Und ich habe vorhin über Kostenrechnung gesprochen und über die Möglichkeiten der Krankenhäuser in dem Thema. Die müssen natürlich auch das entsprechende Handwerkszeug haben, um überhaupt beurteilen zu können, ob das jetzt geht oder ob das nicht geht. Und wenn wir das Ding aber eingeführt sind, dann sind wir Qualitätsführer. Ja, und sind dann diejenigen, die später dann auch die Cash-Cow, ökonomisch betrachtet, die Cash-Cow im Hause haben. Ne? So sehe ich das mal. Wir müssen natürlich auf der anderen Seite sehen, dass wir dann auch ein bisschen was wiederum vom Markt nehmen. Das ist auch vorhin in Ihrem Vortrag, Herr Schmidt, angesprochen worden. Das sehe ich ganz genauso. Wir entwickeln uns fort. Medizin ist keine statische Einrichtung. Das ist der eine Aspekt. Wir geben im Jahr 1,75 Millionen Euro für IT, ohne Investition, für IT aus und sind dann, ich glaube, so ungefähr in der Range, die Sie sich auch vorstellen, Herr Meierhofer. Und wir entwickeln dieses Thema natürlich auch entsprechend schrittweise weiter. Ja, herzlichen Dank. Ich bin jetzt ganz beruhigt, kann nämlich das Podium hier schließen. Warum? Weil Innovation trotz Budgetdruck erhalten bleibt, dass wir eine Patientenzentrierung haben und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir uns wirklich auf den Patienten konzentrieren. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement bei Ihren sehr engen Terminkalendern, dass Sie das hier geschafft haben. Sie haben mir Anregungen gegeben für meinen nächsten Kongress, diese Themen nämlich auch wieder aufzugreifen und auch sicher dahingehend zu sagen, dass solche Beispiele wie Sie, Professor Festweber, Sie gezeigt haben, wir viel mehr noch hier integrieren sollten, weil das zieht an. Auch die Brücke Beschaffungsmanagement hat, glaube ich, viele, das haben wir vorhin gesehen, sehr nachdenklich gestimmt, Herr Schmidt. IT, eine wichtige Voraussetzung. Wir sind nur leider in meinem Lieblingsbeispiel 30 Jahre zurück. Wenn wir heute uns Büroorganisationen angucken, ne, ist das normal. Selbst zu Hause arbeiten wir damit, nur im Krankenhaus relativ wenig. Herr Weiß hat uns den Sinn geschärft für die Kosten. Und Frau Fischer, Sie können ja mit Herrn Schmidt zurückfliegen. Aber sie hat uns gezeigt, Herr Schmidt musste sagen, also nicht jede Umstellung macht Sinn. Ne? Wir brauchen nicht um jeden Cent sparen. Und gerade der Einkauf und die Beschaffung diskutieren immer über Centbeträge. Wir sind gespannt, wie sich das hier auswirkt. Wir müssen einfach mehr patientenorientiert denken, bei knappen Ressourcen, innovationsbezogen. Und dann werden wir auch weiterhin mit die beste Krankenhaus- und Patientenversorgung haben wie sonst. Denn wer von Ihnen ernsthaft krank wird, kommt immer wieder nach Deutschland zurück, wenn er im Urlaub ist, um sich hier behandeln zu lassen und lässt sich normalerweise nicht bei den ausländischen Partnern behandeln. Das nehmen wir mal mit so als kleines Leitbild. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.